Vielen Dank für die nette Einführung. Ich bin Lutz, ich bin tätig an der TU Berlin und habe parallel das Startup Cellbricks gegründet, wo wir kleine Mini-Organe entwickeln, um in Zukunft Organtransplantation etc. pp. Arzneimittelforschung besser machen zu können. Als ich das Intro gelesen habe, Exploration versus Exploitation, da habe ich gedacht, okay, Exploration, du bist der Forscher, das kriegst du hin. Exploitation dann dazuzunehmen, war schon so ein Tick schwieriger. Und als ich dann den Subtext gelesen habe, dann ist mir ein bisschen schlecht geworden. Wie können wir den Dingen eine neue Bedeutung geben und gleichzeitig deren Potenzial wirtschaftlich heben? Im Rahmen der Paradox-Konferenz. Das klingt so ein bisschen nach gesellschaftlichem Umbruch, Revolution. Und so der, als ich es gelesen habe, da klang so, ich hatte ja sowas im Kopf. Ne? Das war so eine Mischung aus Revolution und Biotechnologie. Wie kriege ich das zusammen? Mir ist ein bisschen schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Weil mein Leben oder meine Forschung, die ist nicht irgendwie so. Ich habe keine Mikrofone in der Hand und keine Fäuste. So wenn es im Labor gut läuft, dann sieht es so aus. Dann habe ich so winzig kleine Chips in der Hand und hier in diesen kleinen Kavitäten, da sind meine Zellen drin und um die geht es mir eigentlich wirklich. So, das heißt, ich bin wahnsinniger Nerd, habe ein irres Nischendenken in meiner kleinen Blase und jetzt muss ich versuchen, ihnen die kleinen Zellen, die hier drin sind, irgendwie in so einem Spagat gesellschaftlich in den Kontext zu setzen. Ich werde es jetzt in den nächsten paar Minuten versuchen. Ich versuche sie einfach mitzunehmen. Wir fangen an, vom Groben weiter ins Kleine zu gehen. Erstmal, wir Biotechnologen schleichen uns peu à peu immer mehr in ihren Alltag. Energiegewinnung, alternativ zum Beispiel mit Pflanzen, alternative Ernährungskonzepte, auch über Pflanzen, nicht so sehr den Genmais, aber alternative Ernährungskonzepte, wie man mit einer gleichbleibenden Fläche eine größere Anzahl an Menschen ernähren kann. Umwelttechnologie, wie kriegen wir unser Wasser vernünftig sauber? Und natürlich Gesundheit. Bessere klinische Versorgung, bessere Arzneimittel, wir werden immer älter. Und dieses Spenderorgan habe ich natürlich mit einem kleinen Hintergedanken genommen. Also Gesundheit ist so das Feld, in dem ich mich bewege und da versuche ich sie noch ein bisschen weiter reinzubekommen. Wir sind in Stuttgart. Hier ist die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Stuttgart. Männlich, weiblich, Alter, brauchen sich lange auf sich wirken lassen. Hinter der Statistik steckt, wir werden immer älter. Das ist aber nicht wahnsinnig neu. Ganz Deutschland altert. Oder die sogenannte weit entwickelte Welt altert eigentlich. Parallel dazu, die Entwicklung der Warteliste und Transplantation für Nierentransplantation am Klinikum Stuttgart 86 bis 2015. Das Spannende daran ist der schwarze Balken, der immer größer wird. Hier wieder ein Tick kleiner, aber der ist halt einfach wahnsinnig groß. Das ist die Liste oder die Anzahl der Wartenden, die am Klinikum Stuttgart auf eine Nierentransplantation warten. Der kleine rote Balken, das ist der erfolgreichen Nierentransplantation. Sie sehen, es warten viel mehr Leute, als Spenderorgane da sind. Plus, parallel dazu, die Organspendestatistik in Deutschland und trotz aller Werbung, tschack, geht richtig runter. 864 Transplantationen oder Spender in Deutschland 2014. Allein ein Viertel von denen würde Stuttgart brauchen. Es ist also ein wahnsinniger Mangel an Organen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen fies, dass ich versuche, mit dieser Organspendestatistik den Vortrag in so eine gewisse Richtung zu schieben, aber ich versuche hier noch ein bisschen, keine Sorge, ich versuche den Twist einzubauen. Im Moment, also ziemlich einfach runtergebrochen. Das ist jetzt ungefähr in Bild-Zeitungs-Schlagzeilen zusammengebrochen. Wir haben einen wahnsinnigen Bedarf an Organen und wir können ihn nicht richtig nutzen oder wir können diesen Bedarf nicht richtig befriedigen. Wir haben eine wahnsinnig gute Versorgung, wir haben immer besser klinische Techniken und wir haben eine zunehmende Zahl von Wartenden. Was tun? Eigentlich ist der Mensch ziemlich erfinderisch. Also wenn eine Ressource limitiert ist, dann denken wir uns eigentlich immer, sind wir ziemlich gut im Workaround ausdenken. Es gibt immer Rekonstruktionen, Kopien, Imitationen. Es gibt Fotos von ägyptischen Mumien, die so eine Holzprothese haben, damit sie besser laufen können. Das heißt, dieser Gedanke, so einen Ersatz zu entwickeln, der ist nicht neu. Hat sich über die Jahre so ein bisschen weiterentwickelt, mechanische Prothesen. Dann ist so ein bisschen der Sinn dazugekommen, ich versuche das Gehör zu ersetzen oder wieder besser zu machen. Plus jetzt als neuestes
biomechanische Prothesen, müssen Sie sich so vorstellen. Sie haben so ein Gehirnelektroden und die schaffen es, zum ersten Mal so einen Arm wieder in Bewegung zu bringen. Ist total experimentell, ist aber schon gemacht worden. Funktioniert. Das heißt, Sie bekommen Ihre Extremität zurück. Allerdings lebt das alles natürlich nicht. Das Thema ist ja Bioprinting. Ich muss ja irgendwie den Twist finden, dass ich sie wieder von der Mechanik so ein bisschen in das Leben zurückkriege. Und jetzt das Zweite, was ich reinwinden muss in meinem Vortrag, ist 3D-Druck. Anfang der 2000er Jahre war das so die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wurde. 3D-Druck war alles. Was jetzt Drohnen sind, war früher dann mal so der 3D-Druck. Und das wurde so ein bisschen postuliert, wie 3D-Druck, das ist die Werkbank des kleinen Mannes. Wir gehen gar nicht mehr in den Baumarkt. Jeder hat jetzt seinen 3D-Drucker zu Hause. Wir drucken nur noch aufs Knöpfchen. Ich brauche einen neuen Fahrradsattel. Zack, da ist er. Die sahen auch ungefähr so auch noch so aus. Die sind jetzt alle ein bisschen schicker geworden über die Zeit. Funktioniert ganz einfach. Ich fütter den mit Plastik und der Drucker baut mir mein entsprechendes Objekt, was ich gerade baue, eine Sitzbank etc. und so weiter und so fort. Und da ist auch so ein bisschen bei uns Biologen der Gedanke entstanden, Moment, wenn ich mir sowas bauen kann, wieso versuche ich nicht einfach mir auch so ein Organ mal nachzubauen? Warum nicht mal versuchen, lebendes Gewebe herzustellen, statt einfach nur eine Prothese? Klingt am Anfang ziemlich verrückt. Nach dieser Folie können Sie es. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Sie sitzen bei sich zu Hause am Computer und besorgen sich ein Modell von der Leber. Ziemlich einfach runtergebrochen, oder? MRT, CT oder Sie bauen sich einfach Ihr funktionales Modell. Einfach mit einem CAD-Programm. Das heißt, Sie haben wie ein Architekturmodell, ein Computermodell zu Hause und denken sich, ja, das könnte ich mal versuchen zu drucken. Sie wissen, woraus eine Leber besteht. Das haben genügend Leute vor Ihnen entdeckt. Sie besorgen sich die Zellen von dieser Leber, dann haben Sie Brutschränke im Labor, ziehen die einfach hoch. Das heißt, irgendwann mache ich bei mir zu Hause einen Schrank aus, sieht aus wie ein Kühlschrank und dann habe ich da tonnenweise Petrischalen drin und die sind einfach voll mit Leberzellen. Die brauche ich. Die Leberzellen löse ich in einer flüssigen biologischen Matrix. Boah. Das ist hier sehr vereinfacht dargestellt von mir. Stellen Sie es einfach so vor, das ist ein wahnsinnig guter, ganz toller Kleber, der die Zellen alle so zusammenpappt und die finden das auch noch gut. So. Feenstaub. Da stecken die meisten Kopfschmerzen und die meisten Tränen drin. Also da doktern wir immer noch ganz viel dran rum. Genau, das Ganze füttern Sie in einen Drucker und drücken auf Play und dann bastelt der Ihnen hoffentlich das Modell mit den Zellen, mit der Matrix zu der Leber zusammen. Theoretisch. Am Anfang, als Sie Bioprinting gelesen haben, da erstand wahrscheinlich so ein Bild in Ihrem Kopf. Habe ich mir schamlos beim 5. Element geklaut. Als Sie es gelesen haben, haben Sie gedacht, okay, da ist ein Typ, der ist in seinem Labor und der drückt auf einen Knopf und da ist ein riesengroßer Kasten und fängt es an zu rappeln und Arme bewegen sich und Flüssigkeiten werden transportiert und nach 3 Minuten macht es Ping. Und er reißt die Tür auf und dann hat er so ein pumpendes Herz in der Hand, reicht das an den Chirurgen weiter und er verpflanzt das und alle umarmen sich. Ähnlich so, wie das hier dargestellt ist. Die Realität sieht leider ein wenig anders aus. Es dauert immer ein bisschen, bis sich so weit entwickelt. Das sieht erstmal so aus. Das hier ist ein Stück von der Leber. Sieht wahnsinnig unspektakulär aus, ist aber total toll für mich. Und das ist so ein bisschen der Twist, wo ich sie jetzt abholen muss. Zu dem Kleinsten, was Herr von Bormann schon gesagt hat. Das ist zum Beispiel so ein Stückchen Leber. Oder das Ohr kennen Sie, oder das soll Haut sein. Das ähnelt dem Objekt Haut oder dem Objekt Leber oder dem Ohr schon so ein bisschen mehr. Das ähnelt noch nicht so richtig. Das heißt, die Herausforderung bei dem Ganzen ist die Komplexität. Es ist auch so ein bisschen vermessen, nur weil wir unsere Konzentration darauf richten, dass wir irgendwie ein paar Millionen Jahre Evolution sofort aufholen mit so einem Knopfdruck. Das ist einfach ein wenig zu optimistisch gedacht. So einfach lässt sich die Natur nicht austricksen. Ich meine, wir sind alle ziemlich komplex, wir sind alle unterschiedlich. Und diese Komplexität auszudrücken mit diesen Objekten ist relativ kompliziert und eine große Herausforderung. Biokompatibilität ist wichtig, es muss leben. Und Ihr Körper muss das auch wollen. Ne? Nicht Abstoßung von Spenderorganen etc.
Ihr Körper muss das auch haben wollen, was Sie ihm da anbieten. Und wir müssen es versorgen können. Weil was sieht man hier überall nicht? Ein Gefäßsystem. Das ist so ein bisschen der heilige Gral oder die Komplexität, vor dem wir stehen. Nur weil wir die Zellen in so einen Block packen können oder in eine Struktur packen können, wie wir es gerne möchten, heißt das noch lange nicht, dass es vernünftig lebt. Weil wir alle, Tiere, Pflanzen, wir haben ein Gefäßsystem. Ne? Nährstoffe, Sauerstoff kommen rein, Abfallprodukte werden wieder entsorgt. Das müssen wir natürlich auch irgendwie einbauen. Das ist hochkomplex. Das heißt, ich stehe so ein bisschen vor dem Problem, ich kann meine Zellen so zusammenpacken. Ich habe die jetzt einfach mal statt in so einen durchsichtigen Lappen, stecke ich die jetzt einfach mal in so einen Kubus. Ich packe meine Zellen da rein. Dann möchte ich ja einfach, dass sie sofort denken, sie sind eine Leber oder ein Gehirn oder sonst irgendwas. Aber ich habe immer noch das Problem, ich kriege ja gar nichts rein. Das geht ja nur außen, hier an der Kante, Sauerstoff-Nährstoff-Austausch, das passiert hier, aber in der Tiefe, die hier, die drei, die kriegen nichts ab. Passiert nichts. Tot. Das ist so ein bisschen das Problem oder die Herausforderung, vor dem wir Wissenschaftler, eines der Probleme, an dem wir ganz schwer rumdoktern, vernünftiges Gefäßsystem, wenn man es anschließen kann, wenn man es transplantieren kann, damit man es einbauen kann. Zwischen dieser Folie und der nächsten Folie, die kommt, liegen lange Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Das ist der Prototyp, den ich zusammen mit meinen Kollegen von Intuity gebaut habe, der das Problem auf eine Art und Weise löst. Ich zeige einfach mal so ein paar kurze Aufnahmen, wie das Ganze aussieht während des Drucks. Sie sehen schön farbige Flüssigkeiten, aber man sieht noch nicht so viel. So, wir machen das Ganze nochmal zu Fuß. Wir gehen an den Computer und bauen uns unser Modell. Der Einfachheit halber bauen wir uns einfach mal einen lebenden Würfel. Hier bauen wir aber noch so eine Verbindung ein, also ein Gefäßsystem. Einfach diese Spirale, die da durchgehen, das ist unser Gefäßsystem, unsere Ader. Ganz vereinfacht dargestellt. Dann packe ich meine Zellen dazu. Hier in der Petrischale sind meine Zellen. Die kommen in meinen lebenden Kubus mit rein. Dann kommen die 3 Minuten, es macht Ping und ich nehme meinen kleinen Würfel mit meinem Gefäßsystem aus der Box wieder raus. So sieht es in der Nahaufnahme aus. Man sieht, hier windet sich so ein kleines Gefäßsystem darum durch. Damit Sie sehen, dass es auch wirklich funktioniert. Kleine Zeitrafferaufnahme. In diesem Kubus entsteht einfach so, ich zeige es euch nochmal in der Nahaufnahme, von hier nach hier ein Gefäßsystem, was so durchwandert. So, so sieht es wirklich aus. Hier ist der kleine Kubus, hier ist das Gefäßsystem, was sich so da durchwindet und wieder rausgeht. Also von hier, darum, darunter. Sehr schön. Und jetzt kommt der Trick, den ich hinkriegen muss, damit Sie denken, guter Vortrag oder Scheißvortrag. Jetzt habe ich Ihnen gerade eben so diese kleinen durchsichtigen Lappen gezeigt und gesagt, hier, das ist Leber. Jetzt zeige ich Ihnen statt einem durchsichtigen Lappen einen durchsichtigen Würfel und sage, ist super. Für mich als Forscher ist das wahnsinnig gut. Wo sind denn da die Zellen? So. Die roten Punkte, das sind die, wo mir die Tränen in den Augen stehen, wenn ich das sehe, weil das sind meine Zellen, die leben und die in diesem Block drin sind. Wir fahren einfach so einen Videoflug durch diesen Block durch. Hier oben sieht man ungefähr, wo wir in dem Block sind. Wir fliegen einfach durch. Und die roten Punkte, das ist der Teil, wo ich sage, ja, meine Zellen leben. Hurra, hurra. Das ist der Teil, wo es mir als Forscher am besten geht und wo Sie am meisten mit leerem Blick draufstehen und sagen, rote Punkte. Das sind die lebenden Zellen und meine Leber, die anfängt zu interagieren und größer zu werden. Allerdings in einem winzig mikroskopischen Maßstab. Das ist so ein fitzlig-futzliges Blöckchen, was da funktioniert. Und das sind auch noch nicht, längst nicht alle Zellen. Das ist eine sehr vereinfachte Nachahmung der Funktion Leber. Das ist noch lange nicht Leber. Das sieht auch noch nicht aus wie Leber. Das sind einfach nur Leberzellen in einem Block gepackt, die ich versorgen kann, von denen ich hoffe, dass sie eine leberähnliche Funktion nachahmen. Das sind die Sachen, wo wir ungefähr gerade stehen und versuchen, das Ganze weiterzuentwickeln. Ich abstrahiere das Ganze nochmal, damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, wie präzise das ist und was man damit alles machen kann.
Das ist das Logo von Cerebrix, einfach wahnsinnig verkleinert, 1 zu 500 mit einem Mikroskop aufgenommen. Oder wahlweise, ich komme aus Berlin, ich habe Ihnen kleine Brandenburger Tore gebaut, mikroskopisch, aus fluoreszierenden Zellen. Gehen Sie nur nach Hause und denken, der Typ druckt Brandenburger Tore fluoreszierend. Ich habe das einfach gemacht, damit Sie abstrahiert sehen, auf was für einer Größe ich dieses Objekt packe, mit was für einer Präzision und wie ich mir das Ganze vorstelle. So. Das ist aber noch lange jetzt nichts, was irgendwie transplantiert werden kann oder womit experimentiert wird, also im Menschen experimentiert wird, sondern das ist Petrischale, drei Forscher stehen im Labor drumherum und hoffen, dass es lebt. So auf dem Niveau ist das, müssen wir jetzt vorstellen. Das heißt, der Weg dahin ist noch lang und steinig, aber ich hoffe, zukünftig werde ich dann irgendwann doch mal hier stehen können, auf den Knopf drücken und das pumpende Herz aus dem Apparat holen. So weit ist es allerdings noch nicht, aber ich arbeite dran. An dieser Stelle höre ich normalerweise auf in meinem Vortrag, sage Dankeschön und gehe nach Hause und wir gehen alle mit so kleinen bunten Seifenblasen über unseren Kopf nach Hause und freuen uns. Aber als ich gelesen habe, dass das Ganze auch paradox ist und das Ganze noch in einen gesellschaftlichen Kontext gerückt werden musste, kommt der Teil, der mir am schwierigsten fällt, aber ich versuche, noch einen kleinen Twist einzubauen, damit Sie noch ein bisschen weiter darüber grübeln können. Wenn wir die Organe hätten, hypothetisch, und wir könnten unser Leben noch endlos weiter verlängern damit, hier ist einmal das Bevölkerungswachstum von der UN vorhergesagt, hier unten sind wir, hier ist der Teil, der dazukommt, das heißt, der More Developed Countries, unsere Bevölkerungsgruppe bleibt gleich, der Rest wird immer größer. Und die Statistik kennen Sie sicher, oder die Grafik kennen Sie sicher vom Club of Rome. Der sagt quasi vorher, 2030 mit unserem Bevölkerungswachstum, mit den Ressourcen, die wir verbrauchen, könnte 2030 zum Knick kommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da gibt es deutlich schlauere Menschen als ich. Ich nehme das Ganze wahr und sehe einfach, dass mehr Menschen und ältere Menschen auch deutlich mehr verbrauchen. Plus, wir in den höher developed countries, breche ich mal einfach darauf zusammen, verbrauchen auch wahnsinnig viel mehr als der Rest. Wir sind im Vergleich zum Rest eher weniger, aber wir verbrauchen wahnsinnig viel. Ich könnte das Ganze auch mit Energie oder Öl oder nuklearer Energie etc. weitermachen. Ich vereinfache es jetzt einfach mal auf den Twist hier, Nahrung. Und unsere Nahrung, die wir konsumieren, verbraucht wahnsinnig viele Ressourcen und ist wahnsinnig umweltschädlich. Wäre es also eigentlich ein faires Ding, wenn wir unser Leben so weiterentwickeln, wenn wir diese Technologie hätten? Ich habe keine Antwort, wenn jetzt irgendwie eine einfache Antwort von mir erwarten. Nein, habe ich nicht. Es ist, man muss sich nur darauf einstellen, was immer irgendwie in der Forschung möglich ist, wird höchstwahrscheinlich auch getan werden. Das heißt, wenn irgendwann mal so eine in weiter Entfernung so eine Transplantation möglich ist, wird sie auch gemacht werden. Und da muss halt so irgendwie noch der Gedankengang eintreten, wie findet man dafür eine passable Lösung. Ich bin unverbesserlicher Optimist, ich lasse Sie trotzdem nicht mit so einem traurigen Twist nach Hause gehen. Kollegen aus den Niederlanden und den USA haben sich überlegt, ich kann 3D-Drucker nehmen und auch Fleisch drucken, dann brauchen wir die Kühe gar nicht mehr. Wir machen das. Fleisch und Nahrung kommen jetzt aus dem Labor, damit kriegen wir es auch hin. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es ist ein kleiner positiver Ausblick auf diese ganze Entwicklung. Jetzt noch einmal. Vielen Dank.